Part 2 von Fragezeichen, Leute. Ich weiß nicht, ob ich noch wirklich viel mehr Parts machen werde oder auch nicht. Auf jeden Fall habe ich keinen Bock mehr auf diese blöden wilden Pokémon! Warum mache ich so etwas? Ist ein Rätsel, Leo. Fang einfach mal an. Oh. Ist genauso wie so komische Elements Destiny Kacke von Sui Shumaru gewesen. Er hat auch ein Steinrätsel gehabt. Da hat sich mein Hirn auch gedacht. Komm, fang einfach mal an. Wupp. Oh. Nur war das Steinrätsel von Sui ein bisschen fordernder als der Kram. So. Ah, hierfür brauche ich zum Beispiel das Fahrrad. Ein Doppelkampf? Na, eine Top-Genesung kann man auch gebrauchen. Der Schutz wirkt noch, mein Freund. Von Schutz habe ich auf jeden Fall mehr als genug dabei. Sollte locker ausreichen wegen so einer Siegstraße. Dann brauche ich erstmal eh keine mehr. So, Oli und Moni. Der Oli und der Moni. Was? Hey, habe ich sogar schon fast die richtigen Pokémon dabei, will ich mal spontan sagen. A, ihr kriegt ein Bedrohr. B, gegen Adel könnt ihr nicht allzu viel tun. Und B, Roshan ist auch nicht gerade so euer Lieblingsvieh, ne? Würde ich mal sagen, mit vereinten Kräften tun wir erst einmal Staraptor besiegen. Du kannst Schockwelle? Ist ungünstig. Spezialangriff von dir sollte aber nicht allzu hoch sein. Falsches Pokémon, den du es einsetzt. Abgesehen davon hast du damit den Untergang besiegelt. Bei Verteidigung und so, ne? Und da kommt der Donnerzahn. Aualala! Ah, ich hab schon gedacht, das reicht vielleicht schon. Aber immerhin, so ist der Raptor jetzt schon mal weg. Und der Raptor nervt ihn immer gerne mit seinem Sturzflug und seinem Nahkampf und seinem Sturzflug. Und dann vielleicht sogar mit dem Auflockern. Oh. Ja gut, du bist aber auch nicht gerade so das mit. Das, ja. Das Vieh, was man auch immer so gerne mag. Du bist eher ein ekelhaftes Drecksding. Und nervst einfach nur. Hm. Oha. Jetzt gehe ich aufs Ganze. Eddard, I believe in you. Yes! Sehr gut. Die Kräfte von Eddard haben mich noch nicht verlassen. Aber bei den Top 4 werden sie mich verlassen. Nein, nicht da. So, wieder ein Trank weniger. Es sind nur noch zwei. Deine Pokémon ist einfach unterlevelt, Leo. Daran liegt es nur. Danke, die welcher Stimme es einmal kam. Steinkante. Sehr mächtig. Hä? Hä? Und jetzt? Was ist das denn? Ernsthaft? Jetzt komme ich hier mal raus? Hä? Moment! Ich habe also gerade geschafft, um in die Ecke zu fahren und dabei keine Geschwindigkeit zu verlieren.
Muss es gemacht werden, Leute. Entschuldigung, aber es muss jetzt gemacht werden. Da ist es. Aber da muss ich um zwei Ecken dann gehen. Nee. Das geht aber, glaube ich, sogar. Es geht nicht. Ah, geschafft, wunderbar. Alles klar, dann hat sich meine Frage geklärt. Hat auf. Super, danke. War schon schwer genug, das zu bekommen. Auf einmal sagten die eiskalt. Ja, mach nochmal. Ah, gut. Vielleicht so. Ah, wunderbar. Puh, okay, haben wir doch noch hinbekommen, den lustigen Sprung. Kann ich vom Pfad wieder abgehen? Schlechter Scherz, oder? Dafür ein Top-Elixier? Eieieiei. Ich sag mal spontan, der Sprung hinzubekommen war gar nicht mal so einfach. Weil da muss man entweder ein bisschen Skill haben, man muss dann schon ein bisschen üben für, aber ein Top-Elixier. Entschuldigung, aber ein Top-Elixier. Wenn das Erdbeben gewesen wäre, hätte ich's gesagt. Hätte ich sogar noch gesagt, geil. Hätte sogar gelohnt dafür, aber so, nö. Dafür glaube ich jetzt in die Fresse. Was habe ich damit zu tun? Gar nichts, aber einfach nur so. Nebenbei, Steinkante muss ich da mal ein Pokémon beibringen. Ei. Ich habe mir spontan gedacht, Kampf-Pokémon kein Ding für Solarian, aber das Ding ist wieder eine Klasse für sich. Nicht gerade intelligent, der Typ. Aber naja, gut, das sind Trainer allgemein ja nicht. Ja, hättest das mal gemacht. Das hätten wir sogar schon reichen können, auch wenn es sehr effektiv wäre. So bist du einfach nur ein XP-Farmer für mich. Ein guter sogar. Immerhin das Lob kannst du mir bekommen. Du bist ein guter XP-Farmer. Stimmt, hier kommen ziemlich viele Beaujolins. Ne, ich glaube, ich muss in nächste Woche nochmal zwei Parts reinschieben. Weil ich muss hier einmal komplett rumgehen für die Items und so, weil da hinten ist, glaube ich, Erdbeben. Oh.
Nee. Da kommen nächste Woche, glaube ich, nochmal zwei Parts und dann sind wir soweit. Oh, ein Palimpalim. Auch voll der geniale Name für ein Pokémon. Wann kommt Tatütata? Das ist doch nur so eine Hupe, weißt du? Das wäre so ein Pokémon, wenn es eine Hupe hat und dann kacken dreist einfach nur mit den. Hier, sag mal schnell. Mit der Ankündigung. Na, ja, wunderbar, dann bist du tot. Das ändert die Sache jetzt ein wenig. Hey. Doppelteam OP. Mann! 100% Attacke. Dass das Ding Erzwinger hat, macht die Sache nicht gerade einfacher. Aha, es geht doch. Eieiei, ein Zwölffinst. Das ist ja somit die dickste Death aller Zeiten. Boxen wir sie doch einfach mal auf. Du hast einen sehr verstörenden Sound. Ja, komm, wir tun uns gegenseitig erzwingen. Oh Gott. Wir erzwingen uns gegenseitig. Nur ich hau dich in zwei Schlingen kaputt. Nein, ich habe euch einen Einschlag kaputt, weil ein Fluch nichts mehr bringen wird. Tod. Danke für die XP, mein Freund. Ich habe viel mitgemacht, oh ja. Na, den Kampf mache ich noch. Also im Sinne von, damit ich den nicht vergesse. Nicht im Sinne von, dass der Part bald vorbei ist, weil der geht noch ein bisschen. That's the wrong fucking Pokémon! Das Problem ist, wir müssen mit einem Erdbeben ankommen, was gegen er halt auch ziemlich gut wäre. Das heißt, ich muss einfach darauf predikten. Dann hoffen, dass deine Steinkante daneben geht. Oder Steinhagel, was immer du hast. Steinkante sogar, wow. Na Leute, ich bin gut vom Vorhersehen, oder? Scheiß Eigenlob. Halt! Da ist es. Wobei, geht's eigentlich noch lang hier?
Jetzt bin ich wieder am Nachdenken. Wie lange geht die Siegstraße wirklich noch? Das ist auch wieder ein doppelter Kampf. Bin mir gerade uneins in mir selber. Ob ich jetzt einfach noch ein paar hinterher schmeiße? Oder ob ich sage... Nee, erst nächste Woche dann die beiden. Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt ich gleich schon durch bin. Nee, ich sage mir mal, der Doppel kann mir doch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Oh, nicht gut. Das tut weh. Klar. Bestimmt überlebst du deswegen jetzt. Nicht wirklich. Nerviges Piepen. Ja, das sind jetzt meine Übertränke gewesen. Sonst hätte ich nur noch Beleber. Oder habe ich irgendwie die Milch da? Ich habe einen Sonderbonbon. Drei Top-Genesungen, aber die spare ich für die Liga auf. Ne, gar nichts mehr zum Heilen, okay. Mal überlegen. Ernsthaft? Ich habe jetzt Erdbeben vermutet. Dann lag Erdbeben woanders. Wo war er nochmal genau? Ich weiß, dass hier Erdbeben war, aber wo genau? So, den Trainer da vorne rechts haben wir schon gemacht. Das heißt, wir können hier mal Kaskade einsetzen. Gerade am Grübeln. Ah, da ist ein Item. Okay, ich war richtig. Auch wenn sich gerade wundern, dass es ein so starkes Bourgelin gibt. Und jetzt bin ich wieder am Grübeln. Ist jetzt da vorne schon wieder Ausgang oder nicht? Drachenpuls, auch eine nette Attacke. Da geht's bestimmt nur zurück. Wie lange geht das dann noch? Ein ganzer Part bestimmt noch. Bin ich nur so langsam vorangekommen wie bisher. Ne, Leute, dann möchte ich mal Folgendes sagen. Wir beenden hier den Part. Und nächste Woche machen wir dann den ganzen Rest. Ich denke mal, es wird noch ein Part plus noch ein bisschen mehr werden. Gemessen an der Zeit, wie ich bisher vorangekommen bin.
Ja. Ich denke mal, es ist in Ordnung für euch. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie böse seid, dass ich jetzt den ganzen Rest nicht mache. Es gucken eh nicht so viele hier zu. Ja, nächste Woche machen wir dann erst bevor es die letzten Parts. Das heißt, so viel wie Siegestraße fertig machen, letzten Rivalenkampf machen. Dann kommt eine größere Pause. Wo ich, ich kann schon mal speichern. Wo ich mich dann ein bisschen hochtrainieren werde. Für die Top 4 und so. Ja. Ich denke mal, so machen wir das. Nächste Woche ist vorerst die letzten beiden Parts, dann eine gewisse Pause. Und dann sehen wir uns wieder bei Top 4. Naja, sag ich mal bis dahin, bis zur nächsten Woche.